was tun gegen kalte Hände? Und das ist jetzt so für die kalte Zeit, ist das die perfekte, das perfekte Video. Folgendes: die Wärme, also wenn du hier Wärme spürst im Körper, aber nicht in den Händen, dann ist das, weil über das Herz, also das physische Herz und das Herzchakra, die Wärme nicht verteilt wird. Und die einfachste Art und Weise ist, wenn du deine rechte Hand auf das physische Herz legst, also dort, wo das ist, und dann fokussierst du deine Aufmerksamkeit dorthin, spürst dieses Pochen, und jetzt lässt du einmal zu, dass es sich entspannt und einmal, dass alle negativen Emotionen, dass du ihnen erlaubst, an die Oberfläche zu kommen. Bleib mit der Aufmerksamkeit dort und sag dir das, ob nun zum Beispiel Traurigkeit ist oder so, dass das jetzt alles an die Oberfläche darf, dass sich das alles lockern darf. Du kannst auch in das Herz reinatmen. Du kannst das Herz auch fragen, bist du zufrieden? Umso länger du dabei bleibst, umso mehr lockert sich die Energie und Wärme in dem Bereich. Und dann fängt sich das an, auf die Hände zu verteilen. Du kannst auch im Bett machen. Und das funktioniert immer ganz gut. Auch mit der Aufmerksamkeit nicht oberflächlich so bleiben, sondern richtig da reingehen, wo das Herz physisch ist. Weil oftmals verursacht eine Anspannung im Herzmuskel, im Herzbereich, dass die Wärme sich nicht gut verteilt. Jetzt spüre ich schon, wie die Wärme in die Hände geht. Also bei mir funktioniert das sofort.